Genau, Leute, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sussels und schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es nach längerem mal wieder einen Peace-Koma-Kasten. Das letzte Video ist ja schon über einen Monat her, deswegen dachte ich mir letztens so, it's about time again. Let me check my DMs auf Instagram. Und da habe ich mir mal wieder drei Nachrichten rausgesucht und ihr kennt das ganze Spiel ja, ich brauche es gar nicht zu erklären, so let's just start. Ich habe kein Selbstbewusstsein und bin extrem schüchtern. Alle meine Freunde sind sehr selbstbewusst und haben einen perfekten Körper. Hatten alle auch schon einen Freund, ich aber noch nie. Die sagen, das kommt davon, weil ich so ein ruhiger Mensch bin. Ich glaube aber, dass es eher mit meinem Körper zu tun hat, weil ich dicker bin als all die anderen. Ich versuche seit längerem abzunehmen, aber das ist voll schwer. Wie kann ich selbstbewusster werden, also die Schüchternheit ablegen? Bitte antworte mir, ich liebe deinen Kummerkasten-Talk. Erstmal vielen, vielen Dank. Ich werde deine Nachricht jetzt teilen, also so ein bisschen auseinandernehmen, weil ich finde, dass hier einiges mit dem anderen nichts unbedingt zu tun hat. Erstmal dazu, dass du schüchtern bist. Mir kommt es so vor, als würdest du es als etwas sehr, sehr Negatives sehen, als etwas, was man nicht sein darf. Ich weiß zwar nicht genau, was du mit schüchtern meinst, aber wenn du einfach ein ruhiger Mensch bist, ein Mensch, der eher für sich ist, der sich eher im Hintergrund hält und nicht wie einige anderen Mädels, die rumschreien, offen sind und von Natur einfach crazy sind, ist es auf gar keinen Fall schlimm. Es gibt solche Mädchen und solche Mädchen. Eine Person, die laut und offen ist, ist nicht unbedingt selbstbewusst. Alles kann gespielt sein. Umgekehrt kann das Mädchen, das einfach super ruhig ist, schüchtern rüberkommt, super selbstbewusst sein. Checkt ihr, was ich meine? Also damit wollte ich eigentlich nur sagen, dass deine Schüchternheit nicht ausmacht, ob du selbstbewusst bist oder nicht. Du sagst, dass alle deine Freunde selbstbewusst sind und einen perfekten Körper haben. Nummer 1. Nicht mal Nummer 1. Vergleich dich niemals mit deinen Freunden. Don't. Deine Freunde haben einen perfekten Körper. Wie sieht ein perfekter Körper aus? Like, honestly, gibt es überhaupt den perfekten Körper? Stop comparing yourself. Like, wirklich. Du willst selbstbewusster sein und schiebst das auf deine Schüchternheit, womit es wohl nichts zu tun hat. Ich würde eher sagen, dass du noch nicht selbstbewusst bist, weil du dich vergleichst. Du sagst, deine Freunde sind super selbstbewusst, deine Freunde haben einen perfekten Körper. Wenn du dich ständig vergleichst, hilft es deinem Selbstwertgefühl auf gar keinen Fall. Auch der Grund dafür, dass du noch nie einen Freund hattest, weil du ruhig bist und etwas dicker bist. Ich denke nicht, dass das der Grund ist und wenn es so sein sollte, dann waren es einfach nur die falschen Jungs. Man muss nicht laut und super offen sein, damit ein Junge auf einen steht. Ich kenne sehr viele Jungs, die sogar eher auf ruhige Mädchen stehen und diese ganzen laut Mädels vermeiden. Deshalb ist der Grund von deinen Freundinnen echt super Quatsch. Wobei ich sagen muss, ich weiß nicht, wie krass schüchtern du bist. Du meintest ja extrem schüchtern. Es gibt ja Menschen, die sind so krass schüchtern. Like, extrem schüchtern. Die können nicht mal Hallo sagen. Da wäre es natürlich etwas kritisch. Aber am Ende des Tages wird der Richtige kommen und er wird dich so lieben, wie du bist, ob du Hallo gesagt hast oder nicht. Die gleiche Antwort kann ich auf deine zweite Befürchtung geben, dass du denkst, dass es mit deinem Körper zu tun hat. So wie es Jungs gibt, die auf dünnere Mädchen stehen, gibt es Jungs, die auf fülligere Mädchen stehen. Also wenn du versuchst, seit längerem abzunehmen, hoffe ich, dass du es wirklich für dich tust, für dein Wohlergehen, für deine Gesundheit und nicht für andere. Weil wenn du es für andere machst, wirst du immer failen, trust me. Sobald du es wirklich für dich tust, wirklich nur für dich und nicht auf andere guckst, keinen Druck von außen bekommst, wirst du Erfolg sehen, glaub mir. Aber klar ist eine Diät schwer, like sister, trust me, I know the struggle. Aber ich glaube, dass sie bei dir noch schwieriger ist, weil du es in erster Linie nicht für dich tust. Jetzt zurück auf deine wesentliche Frage, wie wirst du selbstbewusster, wie kannst du deine Schüchternheit weglegen? Ich würde sagen, dass deine Schüchternheit nicht das Problem ist, sondern dein ständiger Vergleich. Hör auf, dich zu vergleichen. Fang an, dich so zu lieben, wie du bist. Und glaub mir, dadurch wirst du auch offener. Trust me. Ernsthafte Frage, wie würdest du mit einem Jungen Schluss machen, mit dem du schon über 4 Jahre zusammen bist, ohne ihn zu verletzen? Ich habe das Problem, dass ich einfach keine Gefühle für meinen Freund habe und das schon seit einigen Monaten nicht mehr. Er hat nichts gemacht und ist wirklich der tollste Mensch, aber die Liebe ist weg. Traue mich nicht, Schluss zu machen. Das würde ihn so sehr verletzen und das will ich nicht. Würdest du ihm das einfach so nach 4 Jahren sagen? Ja, ich würde ihm das sagen. Ich würde ihm das auch nach 10 Jahren sagen, nach 20 Jahren, nach 30 Jahren. Ich könnte nämlich nie mit einer Person zusammen sein, die ich nicht liebe. Trotzdem kann ich deine Angst verstehen. Auf jeden Fall, wenn eine Person einem sehr, sehr wichtig war, möchte man die Person natürlich nicht verletzen. Das ist klar. Einer Person aber etwas vorzuspielen und das dann auch noch die Liebe, also Gefühle vorzuspielen, das ist das Schlimmste. Du wirst dadurch ja auch nicht glücklicher oder willst du jetzt jahrelang bis zur Heirat irgendwas vorspielen und dann unglücklich sein. You better tell him right now. Umso länger du wartest, desto schlimmer wird es. Du sagst, dass er dir wichtig ist. Ihr wart ja auch 4 Jahre zusammen. Deshalb würde ich das so respektvoll rüberbringen wie möglich. Treff dich mit ihm, ja? Also bitte mach das nicht über WhatsApp oder keine Ahnung. Such das persönliche Gespräch zu ihm
und sei einfach ehrlich. Du sagst ja auch, dass nichts Schlimmes vorgefallen ist, mach ihm das klar. Like, sag ihm, dass es nicht an ihm liegt und dass er dir trotzdem sehr, sehr wichtig ist. Er wird traurig sein, er wird verletzt sein, das ist normal, jede Trennung ist hart, aber die Wahrheit ist immer besser. Wichtig ist aber auch, dass du seine Reaktion und seine Fragen darauf und sein Handeln auch akzeptierst. Er wird fragen, warum, weshalb, wieso, er wird sauer sein, er wird sich auch vielleicht von dir trennen, also in dem Sinne, dass er keinen Kontakt mehr zu dir haben möchte. Und das musst du aber dann auch wirklich akzeptieren. Hey, das hört sich aber eine ernst gemeinte Frage. Das ist kein Fake, bitte nimm das ernst. Ich habe mich ernsthaft in einen bekannten YouTuber verliebt. Es ist nicht diese Fanliebe, die viele andere Weiber haben. Ich habe mich richtig in ihn verliebt. Ich stalke ihn auf allen sozialen Netzwerken. Mir geht es nicht um Fame, sondern um ihn. Er hat auch keine Freundin. Ich denke wirklich ständig an ihn. Er hat vor kurzem ein Bild von mir geliked. Ich bin fast gestorben vor Freude. Ich würde ihn gerne auf Insta anschreiben, aber meine Freunde finden das lächerlich. Was würdest du tun? Please help me. Also erstmal, ich nehme alle eure Nachrichten ernst, auch wenn einige dabei sind, wo ich mir denke, okay, that's crazy, aber 2017, ne? Falls du dachtest, ich würde denken, dass es ein Fake ist, weil es sich um einen YouTuber handelt, ganz ehrlich, ob es YouTuber ApoRed ist mit, was weiß ich, 3 Millionen Abonnenten oder irgendeinen Hans aus Buxtehude, beide sind für mich gleich wert, also es macht gar keinen Unterschied. Beides sind Menschen. Alle YouTuber, egal ob groß oder klein, sind normale Menschen. Aber es sind auch Menschen, die selbst entscheiden können, was sie hochstellen, was sie online stellen. Du kennst ihn ja nicht persönlich. Du kennst nur das, was er zeigt. Du kannst dich in das verliebt haben, was er zeigt. Seine perfekte Welt, sein perfektes Verhalten. Aber wie er wirklich, wirklich ist, kann der größte Upturn für dich sein. Deshalb wäre ich da etwas vorsichtig. Also es kann ja wirklich sein, dass du dich verguckt hast. Ne? Ist ja auch ein normaler Junge. Aber wer wirklich, wirklich ist, weißt du letztendlich ja gar nicht. Woher willst du auch eigentlich wissen, dass er keine Freundin hat? Nicht alle YouTuber zeigen ihre Partner, machen Girlfriend-Boyfriend-Tag oder posten sie auf Instagram. Ich möchte wirklich nicht deine Traumblase, deine Blubberblase, die pink mit Herzen gefüllt ist, platzen. Aber auch das, mit, dass er dein Bild geliked hat. Viele YouTuber liken die Bilder ihrer Fans und das auch manchmal ohne raufzugucken, weil ihr einfach so viele seid. Aber zu 100% weiß ich es nicht. Es kann ja wirklich sein, dass er dich rausgepickt hat und sich dachte, ey, sie sieht süß aus, let me like her picture. Heutzutage klären sich ja so einige auf Instagram, so go for it. Er wird ja auch wohl eine normale Inbox haben, schreib ihn an, say hi und mal schauen. Du hast nichts zu verlieren. Mach dir dabei aber bitte nicht allzu viele Hoffnungen. Vielleicht lernt ihr euch auch wirklich kennen. Ich meine, es gibt viele YouTuber, die mit ihren Supporters, mit ihren Abonnenten zusammengekommen sind. Und vielleicht merkst du ja auch, dass er gar nicht so ist wie in seinen Videos, weil wie gesagt, YouTuber können alles sich schön zurechtschneiden, sich präsentieren wie sonst was und dabei sieht es ganz anders aus. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. An alle anderen, schreibt gerne eure Meinungen, eure Tipps in die Kommentare. Das war's von mir. Like dieses Video, teilt es mit euren Freunden, abonniert meinen Kanal. It's free. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ciao!